Nachhaltigkeit. Ein Schlagwort, das die gesellschaftliche Diskussion mehr denn je prägt. Es hat seine Wurzeln in der Forstwirtschaft. Um den Menschen nicht ihre Wirtschaftsgrundlage zu entziehen, sollte nie mehr Holz gefällt werden, als jeweils nachwachsen kann. Auch Friedrich Wilhelm Raiffeisen hat als Bürgermeister im Westerwald das nachhaltige Aufforsten seiner Heimat engagiert vorangetrieben. Er wusste, nachhaltiges Wirtschaften ist kein Selbstzweck, sondern die Lebensgrundlage menschlichen Daseins. Dabei gilt es, gesellschaftliche, ökologische und wirtschaftliche Gesichtspunkte in Einklang zu bringen. Das Ziel von nachhaltigem Handeln bleibt ein zeitlos großes. Es geht darum, heute und morgen für eine intakte Welt zu sorgen.